Mit 104 städteerlaubten 40 Stundenkilometer rast dieser Golf durch das indische Hyderabad. Mit fatalen Folgen. Der Fahrer verliert auf der Überführung die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen fliegt über die Fahrbahnbegrenzung und stürzt in die Tiefe. 3 Personen werden bei dem Crash verletzt, eine davon tödlich. Die Polizei hat das Video nun veröffentlicht, als Abschreckung für andere Raser. 2016 kamen laut offiziellen Angaben 150.000 Menschen in Indien bei Verkehrsunfällen ums Leben. So viele wie in keinem anderen Land der Erde. Die Weltgesundheitsorganisation WHO geht im selben Zeitraum sogar von 300.000 Toten aus.